Grüß dich! Hallo miteinander! Das ist der Raphael, ich bin der Guido und wir machen heute zusammen eine Schwarzwälder Kirschtorte. Und zwar klassisch, wie ich es ungefähr vor 40 Jahren als Konditor gelernt habe. Du kannst dir so ein Schokoladenbiskuit kaufen gehen oder wir machen es selbst. Ich habe es schon gestern Abend gemacht. Es ist besser, wenn du ein Biskuit schon einen Tag vorher machst. Für dieses Schokoladenbiskuit brauchst du 7 Eier, das trennst du. Das Eiweiß schlägst du mit 90 Gramm Zucker steif. Danach schlägst du das Eigelb mit 90 Gramm Zucker sehr schaumig. Dann stellst du 160 Gramm Mehl, 50 Gramm Kakaopulver, einen Teelöffel Maizena und einen Teelöffel Backpulver bereit. Das mischst du ganz gut. Ziehst es unter das schaumige Eigelb, dann geben wir noch das Eiweiß hinzu und auch das ziehen wir ganz langsam darunter. Wenn die Masse dann schön zusammen vermischt ist, geben wir es in eine Backform und das backen wir bei 180 Grad ungefähr 30 Minuten. Ein Tag später, siehst du, ist es schön kompakt und fest und dann können wir es gut verarbeiten. Zudem habe ich gestern Abend noch Zucker gemacht. Und zwar Sirupzucker. Ich habe 100 Gramm Wasser und 100 Gramm Zucker genommen, also 1:1. Und das habe ich aufgekocht, ein bisschen köcheln lassen und dann wieder von der Hitze genommen und schön kalt gestellt. Das brauchen wir nachher für das Kirschwasser. Als erstes schneide ich jetzt mal das Biskuit in 3 Teile. Dazu nimmst du ein langes Messer, wenn du hast. Siehst du, es geht auch mit einem kleinen Messer. Immer wieder drehen, 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 drehen. Vielleicht hört man es im Hintergrund. Der Raphael ist schon an der Schlagsahne am Schlagen. Auf den Tortenboden gebe ich jetzt ein bisschen Himbeerkonfitüre. Nimmst einen Löffel und verstreichst es mit deinem Löffel. Unser Motto ist heute, wir machen uns eine Schwarzwälder Kirschtorte mit den einfachsten Mitteln, die wir haben. Und jetzt nehme ich noch dieses Blech hier. Das gebe ich auf den Boden, damit unser Boden dann eine Stabilisation hat, falls ich ihn mal heben muss und so halten. Schau mal, nimmst einen großen Löffel, nimmst die Sahne und gibst sie hier drauf. So. Raphael, du nimmst jetzt den Suppenlöffel und verteilst es ganz langsam, diese Sahne. Nicht festdrücken, ganz fein. Sehr gut. Einfach schön verteilen, darfst mehr bis zum Rand heraus. Jetzt nimmst du diese Kirschen, das waren eingelegte Kirschen aus der Büchse, und du nimmst einzelne Kirschen und verteilst sie hier auf der Schlagsahne. Genau so. Hier hinten noch 2, 3. Jetzt nehmen wir den Biskuitboden. Drücken ein bisschen das immer schön runter, der Rahmen darf, also die Schlagsahne darf ein bisschen rausdrücken. Hier habe ich von diesem Kirschwasser das Eingelegte ein bisschen. Und jetzt nehmen wir von diesem Zucker, den ich gemacht habe, gebe ich hier hinein. Und jetzt kommt Kirsch hinzu, Kirschwasser. Und jetzt nehme ich einen Pinsel und gehe so den ganzen Boden bepinseln. Sieh mal, das ist nichts für dich. Wie alt bist du? 10. Gut, jetzt wartest du noch 8 Jahre, bis du das essen darfst. Wir nehmen wieder Schlagsahne hier drauf. Und was macht der Raphael? Jetzt verstreichen wir wieder die Schlagsahne. Ganz wenig drücken, nicht viel drücken, Raphael. Mach so schön kreisartig, schön kreisartig. Ja, du machst das toll. Nochmals ein paar Kirschen nehmen, verteilen. Und jetzt nehmen wir wieder ein bisschen. Das war ja vorhin oben. Und jetzt drehen wir das um, damit das Weiche oben ist. Und jetzt drücken wir es wieder runter. So. Jetzt nimmst du ein ganz normales Messer. Und jetzt können wir hier ein bisschen Schlagsahne nehmen. Mit dem Messer dran. Und jetzt siehst du schon, jetzt wird es mühsam mit Drehen. Und jetzt habe ich einen großen Trick. Jetzt nimmst du einen ganz normale Pfanne, also einen Topf. Nimmst dieses Blech hier hin und stellen wir es hier drauf. Schau mal jetzt, Raphael.
Und jetzt kann ich einen Topf nehmen und so einfach drehen. Jetzt müssen wir, komm, kannst du machen, noch 1-2 Löffel oben drauf machen, nicht zu viel, jawohl, das reicht. So, warte mal. Und zwar oben ist nur noch, dass dann nachher die Schokolade auch klebt. Schön aussieht, so. Und jetzt kommt die Schokoladendekoration. Schau mal. Hier habe ich ganz eine einfache Konditoreischokolade. Und wir machen Späne. Wie mache ich jetzt die Späne? Du nimmst ein Messer, du nimmst die Schokolade und jetzt einfach so kratzen. Schau mal, da gibt es Späne. Und jetzt nehme ich genau, deswegen siehst du, habe ich ein Blech darunter. Jetzt kann ich das halten, einfach so halten. Nehme hier in die Hand ein bisschen Späne. Einfach so von der Seite, die Seite hochdrücken, Schokoladenspäne. Und somit haben wir auf der Seite Schokolade. Jetzt haben wir den Rand gemacht und jetzt machen wir noch oben die Späne. Und jetzt machen wir das genau gleich, Schokolade in die Hand, ein Messer. Und zwar relativ so flach. So. Schau mal. Und jetzt fliegen die Späne. Schön langsam, ja. Kratzen. Schau mal. Hörst du es? Es muss kratzen. Es muss kratzen, so. Den Rest der Schlagsahne haben wir nochmals ein bisschen aufgeschlagen. Und jetzt dekorieren wir das Ganze. So, Raphael, du nimmst jetzt Kirsch und gibst sie hier auf die Rosette drauf. So. So. Um diese Rosetten zu machen, empfehle ich dir wirklich, kauf dir so einen Spritzbeutel mit Hüllen. Das lohnt sich wirklich. Das würde ich jetzt investieren. Ich habe dir unten in der Beschreibung einen Link gemacht zu einem Kauftipp, wo du das dann bestellen kannst. Diese Torte kannst du jetzt, nein, kannst du, die musst du sogar jetzt in den Kühlschrank noch stellen, 1-2 Stunden, dass sich ein bisschen setzt das Ganze. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Du hast gesehen, hey, es ist ganz einfach, mit einfachen Mitteln so etwas zu machen. Ich und der Raphael, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag noch und wir sehen uns. Ciao! Ciao.